Ja, was macht uns Hoffnung? Wir haben in der Saison schon einige gute Spiele auch geliefert, wo das alles gestimmt hat. Und das sind halt nun mal Laufbereitschaft und Zweikämpfe. Und wenn du das als kleiner Club in einem Bundesligaspiel nicht abrufen kannst, dann wirst du fast immer den Kürzeren ziehen. Und ja, wir müssen uns heute sicherlich ankreiden, dass wir nicht griffig genug waren in den Zweikämpfen, dass wir die zweiten Bälle nicht für uns entschieden haben. Ja. Und einfach zu wenig Chancen herausgespielt haben. Es sind noch 5 Spiele, es sind noch direkte Duelle, wir sind nicht 15 Punkte weg, wir sind noch dran, das ist die Hoffnung, aber wir müssen uns jetzt die letzten 5 Spiele aufraffen, zusammenstecken die Köpfe, dass sowas passiert mit Fabi und mit Sadie, ich habe das in meiner Karriere noch nicht erlebt, zweimal solche Rückschläge. Das macht natürlich auch was mit einem, aber das ist keine Ausrede, dass sowas passiert. Es macht was mit einem. Es dauert vielleicht auch im Spiel mal 10, 20 Minuten, aber ja, wir dürfen uns dann nicht so abschießen lassen. Es macht mit einem was, wenn du siehst, dass ein Mitspieler sein Bewusstsein verliert am Platz. Ich glaube, das geht an keinem vorbei. Wir sind alles nur Menschen. Ich hoffe, dass sich das Eddie von dem, ja, Aufschlag, der sehr, sehr schnell erholt. Ja, es ist extrem bitter. Letzte Woche Fabi, jetzt Sadie, zwei Stützen in der Mannschaft. Aber es hilft uns alles nicht weiter. Wir dürfen nicht jammern, wir müssen uns einfach jetzt noch mehr zusammenraffen, noch enger zusammenrücken und in den letzten 5 Spielen nochmal alles rausschmeißen, dass wir das auch schaffen. Also vom Hergang, ich habe es jetzt nicht gesehen. Ich war am Weg nach draußen. Ich habe nur gesehen, dass er dann am Boden lag und sein Bewusstsein wieder verloren hat. Das ist nicht schön, wenn man das schon das zweite Mal erlebt hat. Wie gesagt, ich hoffe, dass den Sadie bald wieder gut geht. Er ist be bei Bewusstsein und ich hoffe, dass er keine Schäden davongetragen hat. Das ist das Wichtigste, abgesehen jetzt vom Sportlichen. Das Wichtigste ist immer die Gesundheit. Ja. Und hoffen natürlich, dass es so wie beim Fabi so gut verläuft, dass ihm wirklich keine Schäden bleiben und dass er gesund und munter wieder zurückkommt. Fakt ist, wir haben 5 Spiele, wir sind im Abstiegskampf, uns tut jeder Punkt wichtig. Wir müssen das angehen wie jedes andere Spiel. Klar, es ist Bayern München, wo uns jeder von vornherein schon wieder abschreibt. Wir müssen in jedem Spiel jetzt um unser Leben rennen. Wir müssen die Punkte einholen. Wenn wir noch in der Liga bleiben wollen, brauchen wir jeden Punkt. Klar, also jetzt kommt Bayern München. Wir haben auch schon den einen oder anderen Punkt vielleicht mal liegen gelassen. Aber wir haben jetzt mal das Spiel zu analysieren und abzuhaken. Und dann können wir auch wieder auf Bayern München gucken nächste Woche. Und so gut sind die im Moment ja auch nicht. Der Sadie ist bei Bewusstsein, ist ansprechbar. Das ist schon mal positiv in dem Zusammenhang, glaube ich. Und ja, ist in der Klinik. Wir warten jetzt natürlich auf Rückmeldung. Na, muss man die Untersuchung abwarten, dass man dann sieht, was genau ist. Aber hat natürlich brutal ausgesehen. Und wir alle sind natürlich in Gedanken beim Sadie und hoffen, dass er ganz schnell wieder der Alte ist und ja, alles da ist und so ist, wie es gehört. Ja, also nur das Beste von unserer Seite. Ja, wir haben, glaube ich, wirklich die ersten Minuten gut begonnen, waren da gut unterwegs, haben eine klare Möglichkeit, die wir leider nicht nutzen konnten vom Robin Hack. Dann hat sich aber Wolfsburg einfach auch in der Phase schon dann das eine oder andere einfach zu schnell, zu einfach lösen können. Ja, das 0-1 war dann wie so ein, hat sich angefühlt dann wie so ein Nackenschlag. Und in der Folge war einfach Wolfsburg die klar bessere Mannschaft. Und wir haben ja mit allem, was dazugehört, ja, heute glaube ich, ist auch alles zusammengekommen, aber trotzdem muss man auch fair sein und klar sein und muss sagen, wir haben einfach enttäuschend gespielt dann, haben überhaupt nicht das so umsetzen können und dagegen gehen können und uns durchsetzen können, wie wir das dann wollten. Die Ursachen, die werden wir jetzt dann die nächsten Tage einfach auch besprechen müssen, ja, weil klar ist auch, dass wir da ja, dem Gegner zu viele Möglichkeiten gegeben haben und einfach selber da zu wenig
klar waren. Es war einfach ja, enttäuschende Leistung von uns. Da müssen wir alle, müssen wir uns alle an die Nase fassen. Das geht bei mir los. Ja, und ja, hört bei allen weiteren, ja, inklusive Spieler natürlich auf.